Ja, also wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der wir ganz viele Dinge zur Verfügung haben. Und ich glaube, diese Vielfalt und diese Verfügbarkeit von vielen Dingen lässt uns die Wertschätzung für manches verlieren. Also wenn ich jeden Tag mir einen Orangensaft in der Früh mache, ob das aus dem Tetrapack ist oder ob ich die auspresse, wie auch immer, das ist eine Gewohnheit und ich glaube, dass man da die Wertschätzung für das verliert, was da eigentlich dahinter steckt. Also da ist eine Frucht, ja, jetzt an diesem Beispiel das festzumachen, eine Orange, die ist lange an einem Baum gewachsen, die wurde gepflegt und gehegt und irgendwann wurde die über den Ozean verschifft, bis die bei uns am Ende im Supermarkt landete. Also da gehört sie ganz viel dazu, dass diese Orange oder dieser Orangensaft zu mir kommt und es ist was Besonderes. Und ja, also eben unser Wohlstand, glaube ich, lässt uns manchmal das Besondere der Dinge nicht mehr sehen. Und der Verzicht kann natürlich da wieder auch dazu führen, dass ich mich neu dazu verhalte.